Liebe Brüder und Schwestern, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, der Herr hat uns selig gepriesen, uns, die wir jetzt hier zum Gottesdienst versammelt sind, weil wir ja den Herrn nicht sehen können in seiner menschlichen, leiblichen Gestalt, aber weil wir dennoch glauben. Aber manchmal geht es uns vielleicht ebenso wie dem Apostel Thomas. Man möchte ja Jesus gerne berühren, ja ihn mit leiblichen Augen sehen. Und manchmal kommen Zweifel und man begegnet Menschen, die ebenso wie Thomas sagen, ja wenn ich diesen Herrn Jesus Christus nicht berühren kann, wenn ich nicht seine Wundmale berühren kann, wenn ich ihn nicht sehe, ihn nicht anfassen kann, dann glaube ich nicht. Aber selig sind jene, die nicht sehen und dennoch glauben. So sind wir nun hier zum Gottesdienst versammelt, zur heiligen Messe. Und Jesus ist in unserer Mitte. Er ist schon da, weil wir in seinem Namen versammelt sind. Ja, und er kennt auch unsere Glaubensnot. Er erkennt die Nöte und Sorgen unseres alltäglichen Lebens. Er ist nicht fern von uns, abgehoben, weit weg im Himmel. Nein, er ist uns ganz nahe. Darauf dürfen wir vertrauen. Denn er liebt uns. Er hat uns ja geschaffen. Wir sind durch ihn geworden, wie es auch in der Heiligen Schrift heißt. Alles hat der Vater durch sein Wort gemacht. Alles ist durch ihn geworden. Die ganze schöne, wunderbare Schöpfung, ja diesen schönen, herrlichen Tag, den wir heute erleben durften, diesen Tag erfüllt mit Sonnenlicht, mit Wärme, nach die wir uns vielleicht schon so lange gesehnt haben, nach diesen kalten Wintertagen, nach diesem hartnäckigen Frost. Endlich ist der Frühling da, endlich können wir die Sonne genießen, die Wärme, das Licht. Auch das ist Geschenk unseres Gottes, unseres Vaters, unseres Schöpfers. Alles hat er wunderbar geschaffen, voller Schönheit und Herrlichkeit. Auch darin offenbart sich die Liebe Gottes zu uns, ja seine Zärtlichkeit, seine Herrlichkeit. Aber er kennt jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen von uns hat er gewoben im Schoß der Mutter, wie es auch in der Schrift heißt. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er kennt auch unseren Kleinglauben, unsere Zweifel, unsere Halbherzigkeit, unsere Sündhaftigkeit. Er kennt auch das Böse in unserem Herzen. Er kennt den Mangel an Liebe zu ihm, zu den Mitmenschen. Er kennt unsere Armseligkeit, unsere Schwachheit. Aber dennoch sagt Gott Ja zu uns. Und dieses Ja Gottes zu uns nimmt er nicht zurück, weil er ist die Liebe, ja die Liebe in Person, die sich offenbart in Jesus, dem Sohn Gottes, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. So dürfen wir voll Vertrauen zum Herrn kommen. Er ist die Vergebung unserer Sünden. Und wir haben heute in der Lesung gehört, dass er seinen Aposteln diese Vollmacht übertragen hat, Sünden zu vergeben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Jesus hat seinen Priestern diese Vollmacht geschenkt, Sünden zu vergeben in seinem Namen. Ja, deswegen gehen wir vertrauensvoll auch zur Beichte, empfangen wir das Bußsakrament und wir werden auch dort Jesus, dem Auferstandenen, begegnen. Seinem Frieden, den nur er allein schenken kann, den er seinen Jüngern verheißen, ja geschenkt hat, als er am Abend zu ihnen gekommen ist, durch verschlossene Türen. Ja, die Türen, die verschlossen sind, die Mauern sind kein Hindernis für ihn. Hindernis sind nur die verschlossenen Herzen, der Unglaube, die Verhärtung, ja die Ablehnung. Aber wenn wir guten Willen haben, wenn wir ihm vertrauen, dann kommt er zu uns, er kommt in unser Herz, um es zu erleuchten, um uns die wahre Freude, den wahren Frieden zu schenken.
um uns mit seinem göttlichen Leben zu erfüllen. Denn er schenkt uns durch seinen Tod und seine Auferstehung Anteil an seinem göttlichen Leben. Er, Jesus, der Sohn Gottes, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und wenn er kommt, kommt auch der Heilige Geist zu uns. Dieser Geist der Liebe, der Wahrheit, des Friedens, dieser Geist der Barmherzigkeit. Nur dann, wenn wir bereit sind, Gottes Erbarmen weiterzuschenken, dann empfangen auch wir den wahren Frieden, das Erbarmen. Selig die Barmherzigen, denn nur sie werden Erbarmen finden, sagt Jesus. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja, Jesus hat Erbarmen mit seinen Aposteln, mit uns. Vor allem auch heute, wie wir im Evangelium gehört haben, mit dem Apostel Thomas, mit seinem Zweifel, ja, mit seinem Nicht-Glauben-Können, dass Jesus wirklich lebt. Und er lässt Thomas seine Wundmale berühren. Er lässt sich anfassen. Er lässt sich berühren von uns, wenn wir ihn empfangen in der Heiligen Kommunion. Ja, dann lässt er sich berühren, er lässt sich von uns essen. Er möchte, dass er in uns wohnen kann. Er möchte unsere Speise sein. Ja, das ist ein Geheimnis, das wir gar nicht ganz, nicht wirklich ganz fassen, begreifen können. Der Herr wird zum Brot für uns, um unsere Nahrung zu sein. So sehr liebt er uns, dass er sich total entäußert, damit er ganz eins sein kann mit uns und wir mit ihm, damit wir erkennen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und dass wir nur durch Gott und in der Gemeinschaft mit ihm das wahre Leben finden, ja schon dieses unzerstörbare, göttliche Leben empfangen haben. Ja, das zeigt uns und offenbart uns der Heilige Geist, um den wir immer wieder neu bitten sollen. Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns. Dann können wir offenen Herzens den Menschen begegnen. Dann wird auch unsere Gemeinde, Gemeinschaft, unsere Gottesdienstgemeinde, ja, dieser Urgemeinde von Jerusalem ähnlicher, die alles gemeinsam hatten, wie wir in der Lesung gehört haben. Sie haben so freiwillig, ja, offenherzig, mit Liebe alles geteilt, weil sie so erfüllt waren von dieser Freude, die Jesus ihnen geschenkt hat, von dieser Freude des auferstandenen Herrn, weil sie erkannt haben, nur was wir aus Liebe tun, was wir in Liebe geben, hat Bestand. Ja, letztlich bleibt nur das, was wir im Namen Gottes tun und was wir miteinander in Liebe teilen. In der Todesstunde können wir nichts mitnehmen. Nur die Liebe zu Gott, ja, die guten Werke, die Werke der Barmherzigkeit bleiben für die Ewigkeit. Ja, möge der Herr uns erleuchten, unseren Glauben wieder neu stärken, damit wir erkennen, worauf es wirklich ankommt und was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist für unser Leben hier, jetzt und was bleibt für die Ewigkeit. Amen.